Köln aus Hamburg, Dennis hier, aka Fragrance-Dog. Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen auf meinem Kanal und heute präsentiere ich euch einen Duft von einem netten Kollegen von mir. Ja, Kollegen kann man ja schon sagen. Und ihn kennt eigentlich jeder, wenn es um Düfte geht oder wenn einer Düfte präsentiert. Und zwar rede ich von Jeremy Fragrance. Gruß an dich, Jeremy, gleich mal vorweg schon mal aus Hamburg. Ja, und ich präsentiere euch heute seinen Duft Fragrance One Office for Men. Vorweg, ich habe bei Instagram schon, wer mich auf Instagram verfolgt, ich hatte da schon mal ein Video über den Duft gemacht. Da hat der Jeremy sich auch bedankt. Ja, deswegen auch noch mal ein Video auf YouTube natürlich, weil der Kanal ist ja noch nicht, er ist erst seit einem Monat am Start. Und natürlich gehört auch dann der Duft von einem Kollegen zu präsentieren dazu. Gleich vorweg, wer mich eben auf Instagram kennt, weiß, dass ich nicht nur lobe, sondern auch kritisiere. Das tue ich aber bei jedem. Das ist alles logisch. Ich kritisiere also nicht wegen, weil es auch ein Fragrance Influencer ist und nein, deswegen nicht. Ich kritisiere auch bei meinem Lieblingshaus Tom Forte, wenn ich will, und auch bei jeden, bei Chanel und was auch, wer auch immer da ist, überall kritisiere ich, wenn es was zu kritisieren gibt, ist doch klar. Warum soll ich hier jetzt alles super hochloben? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, fangen wir dann mal an. Das ist der Flakon Office for Men Fragrance One by Jeremy Fragrance. Das ist der erste Batch, den gibt es nicht mehr. Inzwischen, korrigiere mich bitte, Jeremy, kommt der dritte bald raus, ich glaube in 2-3 Wochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Der ist denn schwarz und sieht ja auch anders aus. Also er sieht genauso aus wie der zweite Batch, nur dunkel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe auf die Schnelle. Ja, hier gab es ein bisschen Diskussion. Warum hat er keinen Deckel? Das ist doch scheiße. Ja, Molekül hat auch keinen Deckel, da gibt es keine Diskussion. Also er wollte ihn wohl schnell raushauen. Für die Fans, die irgendwann immer gefragt haben, wahrscheinlich immer, wann kommt dein Duft, wann kommt dein Duft, ja, und dann hat er ihn rausgehauen. Alles easy, alles normal. Ja, zum Duft. Es ist für mich ein holziger Duft, ein frischer holziger Duft. Bergamotte, Rosa Pfeffer, Moschus, Patchouli und Ambroxan sind drin. Vor allen Dingen viel Ambroxan. Ich hätte es vielleicht ein bisschen gedämpft, weniger gemacht. Es ist schon sehr stechend am Anfang. Also das Ambroxan für Leute, für Leute, die das nicht wissen, Ambroxan ist immer ein bisschen stechend, zum Beispiel bei Sauvage Dior ist auch Ambroxan drin. Nur da minimaler als hier. Hier ist schon gut was drin. Wenn ich schon bei stechend bin, es ist ja ein Büroduft. Also vorweg, er passt ins Büro. Wenn ich in meinem Büro bin, das passt einfach. Also man kann, ich habe ihn auch schon benutzt, sieht man ja, da kann man ihn gut benutzen. Allerdings, wie gesagt, nicht 10, 15 Sprüher, weil dann ist er zu doll, zu penetrant, zu stechend durch das Ambroxan, weil dann könnt ihr auch einen süßen Duft draufballern. Das wäre fast gleich, also beziehungsweise die gleiche Wirkung. Also lieber ein bisschen weniger auftragen, das ist dann besser. Zur Haltbarkeit, es ist für mich kein Beastmut. So 8-9 Stunden, dann klingt er aus. Muss ja auch nicht Beastmode, aber ich erwähne das nur, weil ich glaube, Jeremy hatte gesagt, Haltbarkeit und Silage, also Ausstrahlung 10-10. Ich finde das jetzt beides jetzt nicht. Die Silage ist die ersten 3 Stunden präsent und dann nimmt man sie selber eigentlich immer nicht so wahr, aber andere, also sie ist schon da. Also auf den Klamotten, klar, ist er auch noch nächsten Tag zu riechen, aber wenn man genau rangeht und riecht. Aber so ist er so bei 8, auf der Haut 8, 9 Stunden oder 7 bis 9 Stunden, dann klingt er aus. Und das ist ja für mich jetzt kein Beastmode, aber es ist schon sehr gut. Und vor allen Dingen, es ist ja sehr gut, weil es ein frischer Duft ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ein frischer Duft und dafür ist das sehr gut. Zum Preis. Das ist ja das große Ding. Der kostet 159 Euro, jedenfalls der aktuelle. Ist das gerechtfertigt? Für mich, ich sage, 80 Euro hätten auch gereicht. Ich weiß aber, dass das viel Arbeit ist. Hin und her fliegen, sitzen, diskutieren, reden über alles. Und man will natürlich auch noch selber verdienen. Wer will das nicht? Ist doch ganz klar.
Natürlich 160 Euro, vor allen Dingen, wenn man Fans hat, die jünger sind und so, ist das viel Geld, klar. Ja, also ich sage, 80 Euro hätten auch gereicht oder 90, aber 80 wären auch okay gewesen. 160 Euro muss jetzt nicht sein, aber wie gesagt, man will auch verdienen, auch der Jeremy will verdienen, jeder will verdienen, klar. Dann werde ich oft oder wurde ich oft angeschrieben, hältst du ihn auch für den besten Duft der Welt? Ganz klar, nein. Ist für mich nicht der beste Duft der Welt. Aber dass Jeremy, ich muss das vorweg sagen, wenn Jeremy sagt, das ist der beste Duft der Welt, es ist doch klar, es ist sein Duft, vor allem es ist doch sein erster Duft, dann ist doch klar, dass er sagt, das ist der beste Duft der Welt. Wenn, glaube ich, sein Clubduft rauskommt, wird er das auch sagen, es ist der beste Clubduft der Welt. Es sind seine Düfte, Leute. Für mich persönlich, nein. Da kommen noch genug Düfte vor ihm, die besser sind. Für mich, ne? Zum Beispiel der alte Background von Syl Chanda, Lost Sherry von Tom Ford, Fucking Fabulous von Tom Ford, Tabacco Vanille von Tom Ford. Allerdings, das sind jetzt keine Bürodüfte. Aber ich finde zum Beispiel persönlich auch Sauvage besser. Oder Bleu de Chanel. Aber trotzdem ist er gut. Und jetzt ist wichtig schon. Das heutige mit den Ambroxan und dem Moschus, das ist irgendwie schon einzigartig, weil das findet man in frischen Düften nicht so. Das riechst du nicht an jeder Ecke. Und das hat ja schon wieder den Punkt, der wieder positiv ist. Das ist doch auf jeden Fall positiv. Aber für mich persönlich ist es jetzt nicht der beste Duft der Welt. Ist aber auch nicht schlimm, wenn ich das, wenn er nicht für mich der beste Duft der Welt ist. Aber klar, das ist für Jeremy. Ist er der beste Duft der Welt? Es ist ja auch sein Duft. Wenn ich einen Duft rausbringen würde, würde ich auch sagen, Leute, ich präsentiere euch hier einen Hammerduft. Na gut, vielleicht würde ich es anders sagen. Das ist ein, ja, das kann, da kann ich, das ist ein anderes Thema. Aber wenn man ist doch stolz auf sein Produkt, wenn man das erste Mal einen Duft rausbringt, dann ist es legitim, dass er sagen kann, das ist der beste Duft der Welt, klar. Und vor allen Dingen will er ihn ja auch verkaufen. Ist auch ein Punkt. Mann, und dass er jetzt viel Werbung macht, ist da auch, ist es einfach normal. Jeder macht viel Werbung. Ich gebe jetzt mal eine Punktzahl. Ich würde Ihnen von 10 Punkten 7,5 bis 8,5, sagen wir so, dazwischen, weil für draußen, wenn man draußen rumrennt oder so, ist es, also für ein Büro 8,5, weil er schon, man riecht nicht so oft nach, man riecht nicht so oft so einen Duft. Und sonst, man geht ja auch, man ist ja auch mal unterwegs, man möchte ja auch mal einen frischen Duft unterwegs haben. Dafür dann eher vielleicht eine 7,5. Natürlich gibt es Leute, die sagen, das ist Müll. Andere sagen, das ist es gibt keinen besseren. Jeder sieht das anders. Ich kann nur sagen, es ist ein guter Büroduft, der lange anhält. Und das ist ja wichtig. Er heißt Office for Man. Darum geht es, ums Büro. Und dafür ist er gut. Wo man lange was von hat. Nur man sollte nicht ganz so viel aufsprühen, weil das Ambroxan, wie gesagt, sehr stechend ist. So, ja, dann war es das auch. Ich hoffe, Jeremy, ich grüße dich nochmal, dass du mit dem Fazit hier zufrieden bist. Ich bin einfach direkt und ehrlich. Wenn ich, ganz ehrlich, Jeremy, wenn ich jetzt sagen würde, der Duft zum Beispiel ist Mist, dann sage ich dir das. Junge, dann sage ich dir, Junge, dann kannst du vergessen. Wen willst du damit beeindrucken? Der sticht nur, der ist nervig. Da würde ich sowas sagen. Fein ist. Wie gesagt, wenn er ganz schlecht wäre, würde ich das auch sagen. Wenn er ganz gut ist, sage ich das auch. Ich sage einfach so, wie ich das finde. Und das sollte man auch machen. Und nicht irgendwie ein Hochloben, wenn es gar nicht so ist. Oder auch nicht einen ganz schlecht machen, wenn es auch nicht so ist. Weil das bringt einen nichts. Ehrlichkeit, richtig. Ich sage immer jemandem das ins Gesicht, was ich meine und so wie es Fakt ist, weil so bin ich, so kennt man mich und nicht anders. Und so mache ich das auch bei Düften. Wie gesagt, Jeremys Duft, es ist für mich nicht der beste Duft der Welt, aber es ist ein sehr guter Office-Duft. So, und er heißt Office for Man und dann passt das. So, bis zum nächsten Mal. Fragrance Stop.